Und ich kann einfach nicht glauben, dass ich das Video jetzt auf diesem Kanal gemacht habe. Hallo ihr Lieben, heute geht es um etwas, was jeder tut, aber keiner anspricht. Es geht ums Kacken. Vor einer Weile hat mich eine Firma angeschrieben namens Thronjuwel, die mir etwas zuschicken wollten und ich dachte mir, oh mein Gott, das kann nicht deren Ernst sein. Und dachte mir so, nee, das kannst du nicht bringen, sowas, oh mein Gott, wie peinlich. Hab dann aber so drüber nachgedacht, okay, auf deinem Kanal hast du schon über Verhütung mehrfach gesprochen. Du hast erzählt, wie man Menstruationscups benutzt. Du bist eigentlich jemand, der so Tabuthemen anspricht und sich dafür eigentlich nicht schämt und worauf die Zuschauer sehr positiv reagieren, weil ja, ich eigentlich jemand bin, der sehr offen über Sachen redet, die andere gerne mal unter den Tisch kehren und worüber die nicht reden. Und dann dachte ich, okay, mache ich, teste ich und ja, wenn es mir gefällt, mache ich ein Video drüber und das tue ich jetzt gerade. Das Ding ist, ich fand Verdauung eigentlich immer schon sehr interessant. Das kam hauptsächlich auch durch die Videos von den Eat, Care, Live hier auf YouTube. Hab dann auch damit Charme gelesen, was übrigens ein sehr, sehr gutes Buch ist. Ich verlinke euch das auch mal in der Videobeschreibung. Und hab dann auch darüber nachgedacht, was wir eigentlich aufgrund unserer Schamgefühle oftmals unserem Bauch, unserem Darm antun. Ich gehöre zu den Personen, die nur auf Klo gehen können, wenn sie ihre Ruhe haben, wenn sie zu Hause sind und dann lieber 5-6 Tage gar nicht gehen, zum Beispiel auf einer Klassenfahrt oder so, wenn man sich schämt und dann aber trotzdem einen riesig dicken Bauch danach hat, Bauchschmerzen ohne Ende hat und das ist nicht schön. Ich bin mir sicher, ich bin da nicht die Einzige, die da etwas verklemmt ist und super viele Schamgefühle hat. Deswegen dachte ich, mache ich dieses Video einfach mal, um vielleicht ein paar Leuten weiterzuhelfen und ein bisschen umzudenken. Denn was unser Darm da leistet, ist wirklich richtig krass. Ich möchte das Video auch gar nicht wirklich wissenschaftlich halten oder so. Aber wir sollten unseren Bauch nicht damit bestrafen, dass wir dann einfach nicht aufs Klo gehen, wenn der so fein säuberlich alle Nährstoffe aus dem Nahrung rausgeholt hat und den Abfall dann einfach loswerden will. Das ist weder für unsere Gesundheit gut, noch für unser Wohlbefinden. Und man kennt die Situation bestimmt. Man hat vielleicht einen neuen Freund, wie das bei mir so war. Und irgendwann hat man dann sehr viel Zeit zusammen verbracht und man denkt sich so, oh, eigentlich müsste ich mal aufs Klo. Ich kriege Bauchschmerzen. Und dann ist auch das ganze Zusammensein nicht mehr schön, wenn man dann Bauchschmerzen hat. Und wenn man da auf dem Klo sitzt, dann denkt man sich so, oh Kacke, du kannst das doch jetzt echt nicht bringen. Was ist, wenn er dich hört? Was ist, wenn er das riecht, wenn er danach aufs Klo geht? Oh Gott, okay, dann lasse ich es besser doch sein. Und dann kommt natürlich die zweite Komponente in der Hoffnung, dass man zumindest das Hören überdecken kann, dass man ja dann etwa so handelt. Schatz, ich mache die Musik da mal ein bisschen lauter, ne? Oder vielleicht auch so. Schatz, möchtest du ein bisschen Smash spielen? Spiel ruhig, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Und wenn man die Möglichkeit hat, könnte man eventuell auch das in Betracht ziehen. Ich spreche natürlich gar nicht aus Erfahrung, nein, natürlich überhaupt nicht. So kann man natürlich diese eine Komponente, und zwar das Hören, ein bisschen unter Kontrolle bringen. Und mit der Zeit wird es ja normalerweise auch besser, wenn man mit jemandem dann ja, zusammen ist, zusammen wohnt, wie auch immer. Dann bleibt aber trotzdem noch die zweite Komponente. Ich habe Angst, dass derjenige, der danach aufs Klo geht, und das gilt natürlich auch für öffentliche Toiletten, um die man manchmal einfach nicht drum herum kommt, wenn man viel unterwegs ist oder so, danach, der da reinkommt, der könnte das riechen, dass ich da gerade kacken war. Und dann lässt man das vielleicht doch auch komplett mal. Und dann ist, kommt praktisch das Produkt ins Spiel, was mir besagte Firma zugeschickt hat. Ich werde nicht für das Video bezahlt, ich habe nur das Produkt geschickt bekommen. Das kostet momentan bei Amazon 9,99 €. Es heißt Thronjuwel. Es ist wirklich so, es funktioniert. Hingegen zu den ganzen Duftsprays, die es so auf dem Markt gibt. Man hofft dann vielleicht, dass man vorm Geschäft oder nach dem Geschäft mal ein bisschen rumsprüht und der danach das nicht riecht, aber man riecht es durch. Allein die Tatsache, dass dieser Raumduft da ist, der sonst nicht da ist, zeigt einfach schon, du hast da was gemacht, wofür du dich schämst. Und ja, Thronjuwel ist ein Produkt, was wirklich hält, was es verspricht. Die sind tierversuchsfrei. Sie haben ökologisch zertifizierte ätherische Öle, die benutzt werden. Und ich erkläre einfach mal ganz kurz, wie es funktioniert. Ihr öffnet das eben, das ist so eine Sprüh.
Flasche, sprüht viermal aufs Klo. Das funktioniert eigentlich nur mit den Toiletten, wo eben unten das Wasser drin steht, also nicht mit dieser Fläche, auf die ihr dann euer Geschäft erledigt und es runterspült. Also es muss schon eine Toilette sein mit Wasser unten drin. Ihr sprüht es praktisch auf das Wasser, erledigt euer Geschäft. Das Geschäft plumpst durch das Wasser durch und die Geruchsstoffe, die eben davon ausgehen, können nicht durch die Wasseroberfläche dringen und die Luft verpesten. So funktioniert das. Und wenn man dann abspült, ja, riecht es frisch, weil ja, eben diese ganzen Duftstoffe bzw. Gestankstoffe, wie auch immer, aus dem Kot nicht in die Luft dringen. So die Theorie. Das versprechen sie. Barriere aufsprühen, Geschäft erledigen. Und Ergebnis, die Luft ist rein. Unangenehme Gerüche des Toiletteninfernos werden unter natürlichen Barrieren eingeschlossen. Ein eleganter, zitrischer Duft erfüllt den Thron und verfliegt im Nu, als ob nichts gewesen wäre. Finde ich auch ein richtig cooles Packaging, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe es probiert, ich war skeptisch, aber die Amazon-Bewertungen waren auch sehr gut und das Video vom Wohnprinz fand ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Und ich habe es halt kurzerhand ausprobiert und ich muss sagen, es funktioniert. Es funktioniert jedes Mal. Man sprüht es wirklich auf die Oberfläche auf. Erledigt dann sein Geschäft, am besten, wenn ganz laut Musik läuft, wenn jemand anders noch in der Nähe ist oder wenn ganz viele Türen geschlossen sind oder jemand abgelenkt ist natürlich, dann geht das alles viel besser. Und wenn man dann abspült, riecht es wirklich frisch. Es riecht so nicht penetrant, wenn danach jemand ins Raum kommt, dass man denkt, oh, der hat da was Böses gemacht, also was Böses, ist eigentlich übertrieben, aber ihr wisst, wie ich das meine. Sondern es riecht einfach frisch, ein bisschen nach Zitrus riecht es und ja, dieser frische Geruch kommt hauptsächlich dann, wenn ihr abspült. Es ist, als wenn ihr irgendwie so einen Stein im Klo hängen habt, der so ein bisschen leichten Geruch abgibt, allerdings dann wirklich keinen Kotgeruch im Endeffekt hinterlässt. Vor allem Leute, die vegan leben, wissen das. Die Verdauung funktioniert sehr viel besser, weil nicht irgendwelches Fleisch oder irgendwelcher Kram im Darm hängt. Man muss öfter auf Toilette. Ich spreche aus Erfahrung und ich weiß auch, ich bin da nicht die Einzige. Es funktioniert einfacher, also mit der Verdauung schnell rein, schnell raus. Und das ist eigentlich auch angenehmer, weil der Bauch dann schön flach ist und so. Und das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich richtig gut finde. Das werde ich auf jeden Fall nachkaufen, wenn es leer ist. Das Lustige ist, Bekannte haben mich schon darauf angesprochen, ob ich das kenne, bevor ich überhaupt irgendwas davon gesagt habe oder so, weil die das interessant finden, das auf Amazon gesehen haben. Und den Leuten kann ich das auch guten Gewissens empfehlen. Finde ich sehr interessant. Eine super Erfindung, um zumindest das Problem mit dem Geruch loszuwerden. Es ist natürlich wirklich nicht schön, wenn man wirklich so viel Schamgefühl hat und ich möchte mit diesem Video, auch wenn ich davon selbst betroffen bin, dazu ermutigen, lasst einfach alles raus. Im Endeffekt kann es euch egal sein, was andere denken. Mit dem Geruch, das habt ihr danach nicht. Ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen sicherer fühlen, dabei vielleicht YouTube-Videos gucken oder Musik hören und andere vielleicht mit anderen Dingen ablenken. Das klappt auch ganz gut. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ich wollte das Thema irgendwie mal hier auf diesem Kanal aufbringen, euch das Produkt zeigen für die Leute, die vielleicht auch Probleme damit haben. Und ich kann einfach nicht glauben, dass ich das Video jetzt auf diesem Kanal gemacht habe. Ja, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Videoschauen, dass ihr vielleicht etwas schmunzeln konntet, wenn ihr nichts mit dem Produkt anfangen könnt. Ich beneide euch dafür, wenn ihr ohne Schamgefühl einfach da auf Klo geht, wo ihr müsst. Finde ich grandios, muss ich sagen. Ich muss da noch was dazulernen, aber ich denke, das kommt auch mit dem Alter, mit der Reife, mit, ja, keine Ahnung. Das kommt vielleicht einfach mit der Zeit. Hoffe ich zumindest, dass das für mich so ist, denn auch Urlaub und so ist eigentlich für mich erstmal Horror. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mut geben. Ich verlinke euch das Produkt natürlich auch unten in der Infobox. Es ist übrigens auch tierversuchsfrei, vegan, ist natürlich klar. Die wussten auch, was mein Kanal eben als Hauptthema hat, haben mir das auch direkt versichert und so. Ist in Deutschland hergestellt, finde ich wirklich sehr, sehr toll. Auch für die Handtasche ist gut geeignet, ist nicht so groß. Enthält übrigens 50 Milliliter. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr das gut findet, dass ich einfach so offen über Themen rede. Ihr könnt natürlich auch gerne Themenwünsche, auch für Tabuthemen, in den Kommentaren lassen. Da bin ich natürlich immer sehr offen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Tabuthemen, dann klickt doch hier oben mal auf das Video für meine alternative Verhütung, was für alternative Verhütungsmethoden es gibt und welche davon empfehlenswert ist.
welche für wen geeignet ist und meine persönlichen Erfahrungen mit NFP und so. Darunter verlinke ich euch das Video zu den Menstruationscups zur Benutzung und Erfahrungen und so weiter. Das sind jetzt in dem Fall Meluna Menstruationscups. Es kommt bald aber auch noch ein Update, weil das Video wirklich schon sehr, sehr alt ist. Hier und drunter könnt ihr mich auf meinen sozialen Netzwerken verfolgen und ja, mich persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Da drüben könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um kein Video von mir mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Scheißt auf euer Schamgefühl und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.